Zum Glück haben wir zwei Influencerinnen, die uns Antworten geben. Auch wenn ihre Datenrate ein wenig gedrosselt ist. Rebecca und Larissa. Hallo, hier ist wieder Rebecca und Larissa. Erklären der Welt. Heute mit einem supi, supi wichtigen Thema, das auch immer wieder in den Nachrichten vorkommt. Ja, aber nicht in den WhatsApp-Nachrichten oder sowas, nein. Sondern in den richtigen Nachrichten, die auch im Fernsehen drin sind. Zum Beispiel bei RTL 2. Genau, echte Nachrichten. Ja. Und zwar ist unser Thema heute EU. Ein E und ein U, oh du meine Güte, ohne das geht es nicht. Nein. Wenn zum Beispiel Rebeccas Name kein E und kein U drin hätte, wie würde das klingen? Wie? Du würdest voll komisch klingen. Ja, wie? Pika! Oh Gott, ja, das klingt so richtig nicht. Bescheuert! Voll komisch. Oh mein Gott, ich bin so dankbar für den E und den U. Ich auch. Und dann stell dir mal vor, Larissa wäre ohne E und U. Ey, du würdest heißen Larissa oder so. Ich sag mal, krank. Eigentlich ist das krank. Krank. Ein kleiner Tipp von meiner Seite. Man kann, wenn man Zeit sparen möchte, ein E und ein U auch zusammen sagen und dann ist es ein Oi. Weil E und U ergibt ja Oi. Boah, Larissa, manchmal bin ich so überrascht von deinem Gehirn. Wirklich. Ja, ich auch. Glaub mir. Bist du bereit? Ja. Los. EU. Okay, 1,4 Sekunden. Und los. Oi. Wow, 0,83. Das ist viel schneller. Du hattest recht. Oh mein Gott. Hab ich schon gesagt. Also, liebe Leute, jetzt mal aber zurück zum Ernsten. Also, EU ist eine Abkürzung. Und die steht für? EU. Sag. Hab ich doch. Wofür die Abkürzung ist? Ach so, nein, sag du. Nein, sag du. Nein, sag du. Du. Du musst, nein, sag du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. 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 Du musstest die Vorbereitungen machen. Nein, ich habe keine Zeit. Wieso muss ich denn immer alles vorbereiten? Was machst du eigentlich den ganzen Tag ich mit der Entschuldigung? Ich habe mich vielleicht auch vorbereitet. Ich war ja, in was hast du denn gemacht? Ach so. Ja. Ach so, Larissa, das kannst du doch nicht wissen. Ja, cool. Oh mein Gott, ist voll schön geworden. Ja, finde ich auch. EU steht für Euskirchen. Und für Europäische Union. Ja, das kann auch sein. Das macht Sinn. Das fängt ja mit den E und den U auch an. In Europa, ach so, in Europa sind ganz viele Länder drin. Wirklich? Welche denn? Ja, zum Beispiel Deutschland und so weiter. Ja, es sind halt alle drin. Alle. Sehr viele. Und guck mal, Rebecca, ist das hier vielleicht Europa? Neuseeland. Ja, vielleicht. Oh, wir sind so dumm. Ich glaube, das ist alles Europa. Oh wei, wir haben vielleicht eine Kugel von Europa gekauft, oh, wo nur Europa drauf leid. Ist. Ja, wir haben uns verkauft. Wir haben Europa. Oh Gott, das müssen wir rausschneiden, sonst wir blamieren uns. Oh, die EU hat eine eigene Fahne. Guck mal, wie schön. Oh, mit Sternchen. Mit Sternchen. Oh, ich liebe schön. Sterne, ich schwöre. Oh. Wie viele sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, das ist viele. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ich kann nicht mehr schwören, 29, das sind boah. So viele. Das sind so viele. Also ich habe jetzt gehört, dass ein Land nicht mehr bei der EU dabei sein will und jetzt raustreten will. Großbritannien. Das ist wie mit Cheyenne damals, als sie nicht mehr bei unserer Clique dabei sein wollte, weil sie dachte, das ist was Besseres. Weißt du? Nur weil sie ein einziges Mal mit Daniel rumgeknutscht hat. Bitch. Wer hat bitte nicht mit Daniel rumgeknutscht? Ja, wer? Ja, wer? Einer aus Großbritannien bestimmt. Ein Oma oder so. Aber wo gehen die denn eigentlich hin? Mit dem Land? Ja. Hä? Du musst ja ein ganzes Land quasi verschieben, ja? Also bitte, stellt euch das vor, da braucht man ja bestimmt einen riesen Kran oder ein Monsterschiff oder so, dass das einfach so weggeht. Aber Larissa? Ja? Wenn England nicht mehr dabei ist in der EU, dann stimmt das ja hier auf dem Globus nicht mehr. Oh, du meine Güte. Ja, Leute, das dauert hier jetzt noch ein bisschen. Deswegen sag ich schon mal ciao. Ja, tschüss, auf Wiedersehen.